Yo, ich bin der Zukunft, Danny. Wenn du ihn siehst, kannst du ihm was von mir ausrichten? In genau 2 Stunden, 37 Minuten und 32 Sekunden und 762 Millisekunden wird seine linke Achsel anfangen zu jucken. Es würde ihn schockieren, weil seine Achsel hat niemals gejuckt. Das ist das erste Mal in seinem Leben. Ich verlasse mich auf dich. Bis dann. Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Death Coming. Das Spiel, wo wir der Typ sind. Er ist ja nicht wirklich ein Typ, es ist halt er. Der Tod? Der Tod höchstpersönlich. Und wir werden dafür sorgen, dass andere Menschen sterben. Sie werden verrecken. Wir werden ihre Seelen klauen. Und diese Power nutzen, um sie in uns reinzustecken. Hahaha, ja. Spaß. Aber wir werden Menschen töten, das stimmt schon. Abonnieren kostenlos, ansonsten kommt er auch zu dir. Nun, ich weiß nicht, wie viel Level das Spiel hat, deswegen, ich bin mir wirklich nicht sicher, aber wir werden es herausfinden, hoffentlich. Er fällt in seinen Tod. Irgendwas mit dem Hühnchen vielleicht? Willst du es essen? Dann bist du noch schwerer, oder? Oh, und jetzt, ja, okay, ich verstehe. Ich sehe dich, ich kann dich sehen. So schnell geht das auf jeden Fall, wenn man ein bisschen zu viel isst und irgendwo rumspringt, dann, hey, dann bist du weg, okay? Durch einen Unfall getötet. Ah, wir machen einfach dieses Symbol hier weg, oder? Oh, ja, wir können wir es nicht wegziehen oder so? Oh mein Gott, okay, das war nicht ohne. Oh, nee, ey, das war schon wieder so viel des Guten. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Level das Spiel hat, aber wir sind schon bei Level 100, so. Wie lange geht das? Das ist das Spiel. Der Typ wird zu Tode verbrennen. Ja, das war klar. Oh mein Gott. Oh. Ich meine, guck mal, das Ding ist, dass natürlich kann sowas passieren, aber jemand muss ja die Schere nehmen, irgendeine unsichtbare Macht und muss dann quasi das durchschneiden. Das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass es passiert, ne? Ich meine, ich wollte nur erwähnen, dass es unwahrscheinlich ist, aber es kann da passieren. Schon eine Wahrscheinlichkeit von 0,00. Nee, klar, Spaß. Also sagen wir mal, das Spiel endet und das Video wird 2 Minuten lang sein, dann spiele ich einfach noch was anderes, schätze ich mal. Aber hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommen wird. Oh, geht's weiter oder nicht? Es geht weiter. Ich dachte da, das endet. Oh, das tut mir jetzt leid. Aber der Tod, der sagt zu niemandem nein. Hauptsache Seelen. Oh, ja. Sie wird jetzt ersticken, oder? Hä? Okay. Ich kann die Pflanze benutzen. Soll ich die Pflanze vielleicht an ihr benutzen, oder? Ich habe das Gefühl, es wird irgendwas mit der Pflanze zu tun. Vor allem, wir haben hier ein Pflanzenbild, was bedeutet, dass sie mir vielleicht sagen sollen, dass die Pflanze irgendwie relevant ist. Also der Stecker ist halt... Das ist halt schon... Ah, sie geht da ran. Ah, vielleicht ziehen wir das runter und dann die Pflanze? Ja, schade. Ich habe das Gefühl, wir müssen... Können wir noch was ziehen hier? Sieht nicht danach aus. Ja, wir müssen die Pflanze irgendwo hinschieben, oder? Ich meine, das kann gar nicht anders sein. Puh, aber ich habe echt keine Ahnung, was. Dieses Level ist auf jeden Fall herausfordernd. Was ich aber nicht schlimm finde, weil die meisten Level sind sehr einfach hier. Ich könnte mir einen Tipp holen, aber ich will noch nicht. Ja. Oh mein Gott. Ich habe überall die Pflanze hingezogen und das hat dann funktioniert. Und das ist schon ziemlich crazy, Maisy. Okay, das war die erste Seele. So, der Typ wird erwürgt. Vielleicht geben wir dir die Kassette oder die Kassette da rein. Okay, interessant. Und dann kommt ein Horrorfilm raus und... Gibt es nicht diesen einen Film, wo diese Frau aus dem TV rauskommt und dann irgendwie lebt außerhalb des TVs? Wie heißt der Film nochmal? Der hat vergessen. Auf jeden Fall hatte ich ziemlich viel Angst davor, das weiß ich. Er ist aber schon sehr lange her. Der Mann will was? Ich habe gar nicht gesehen, wie er sterben soll, aber ich habe das Gefühl, ich soll ihm irgendwie einen Tank geben, oder? Willst du irgendwas haben hier? Oh, wir packen das Rote rein. Ah, es ist wahrscheinlich so eine Bite. Ja, oh. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen daraus eine Pflanze machen, die ihn natürlich töten will. Und das ist ein Löwe und er wird... Ja, das war klar. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es so eine Pflanze gibt, aber hey, wer weiß, vielleicht gibt es ja so eine Pflanze irgendwo im Nirgendwo. Das Ding ist, man kann bei dem Spiel nicht sehen, wie viel Level es überhaupt gibt. Aber erstmal bekomme ich einen Flying Spin. Wo mir das aber egal ist, was ich bekomme. Ich bin nur aus einem einzigen Grund hier. Und das bist du. Klar, Spaß. Geht's noch weiter oder nicht? Es geht noch weiter. Der Typ wird erwürgt zu Tode. Er braucht frische Luft ab und zu, mal ich verstehe. Oh, die Pflanze, er raucht. Alles klar. Ich glaube, ich habe das Gefühl. Ich sehe schon. Wir müssen das da unten ziehen, sodass dann da das Auto parken wird. Und jetzt können wir ihm noch was zu rauchen geben oder das hier geben oder. Und jetzt kommt er nicht mehr raus, oder? Er will die Zigarette nicht nehmen, oder? Oh, das ging aber einfach. Ja, der Typ ist erstickt. Interessant. Also ersticken, oh nee, das ist echt eklig. Das ist eigentlich so wie er trinkt, eigentlich theoretisch, oder? Nur, dass man mit trinken, da kriegst du noch super viel Wasser in die Lunge. Nee, das ist ekliger trinken. Nehmen wir mal das Bild. Sie wird sich vielleicht selbst erschrecken oder sterben. What the hell? Sie ist hochgesprungen gegen die Lampe oder hat sie elektrisiert? Bro, was sind das für Tode? Aber hey, was soll ich sagen? Ich meine, egal wie sie stirbt, Hauptsache ich bekomme ihre Seele. Und da ist mal wieder der Weihnachtsmann. Er wird gesmashed zum Tode. Da ist jemand. Das ist interessant. Er sieht den Weihnachtsmann. Wow. Oh nein. Seht ihr, das meine ich. Manche Level sind einfacher. Die sind einfacher. So, ich habe einfach nur irgendwas gedrückt und auf einmal hat es funktioniert. Sieht cool aus, aber will ich nicht. Wie gesagt, ich mag den Tod am meisten so einfach mit der Sense. Den ganz normalen Tod halt, ne? So wie man ihn halt kennt. Es geht immer noch weiter, ich glaub's nicht. 117. Alter, vielleicht gibt es 200 Level oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das Spiel zeigt es mir nicht an. Durch eine Explosion soll er sterben. Ich gehe mal davon aus, du sollst... Oh, okay. Vielleicht die Flamme. Ja, er will die... Benutzt doch die Flamme einfach, oder? Oder so? Okay, und er fällt jetzt wahrscheinlich...
irgendwo... Oh, das habe ich nicht erwartet, aber... Hey, er ist tot, was soll's, okay? Ich bin zufrieden. Da eilt eine Frau durch Piranhas. Also wir haben schon einige Tode durch Piranhas gesehen und vielleicht willst du... Ah, sie wirft das Teil und da kommen alle, oder? Ja, yep. Und dann hat sie von meinem Piranha in der Hand. Aber was? Okay, das sind aber nicht so viele. Sie überlebt aber. Das ist sehr merkwürdig. Vielleicht das Fleisch reinlegen ins Wasser? Nee, ne? Anscheinend nicht. Irgendwie was mit der Bienenstabumster da oben oder kann ich so irgendwas anderes nehmen? Wie gesagt, ich könnte mir einen Tipp holen, aber ich will wirklich nicht, weil ich das gerne selbst herausfinden will, wie das geht hier. Ich meine, ich bekomme es doch hin, oder? Also wir können es halt austauschen, ne? Aber da hat sie halt einen Piranha in ihrer Hand, aber das bringt ja nicht viel. Das heißt, wir müssen irgendwie mehr Piranhas da oben bringen, so wie es aussieht. Aber wie wollen wir das machen? Ich muss sagen, das ist einer der Level, wo ich wirklich lost bin. Ich habe keine Ahnung. Okay, gib mir einen Tipp. Ich hatte wirklich keine Ahnung hier. Ich habe die ganze Zeit drauf geklickt, okay? Und ich habe keine Ahnung gehabt. Ich soll... Ja, das habe ich doch die ganze Zeit... Ich habe... Oh Gott, ich habe es euch gesagt. Ich habe den Tod jetzt gar nicht gesehen. Ich habe den Tod jetzt gar nicht gesehen, weil ich meine Augen so zugehalten habe. Aber das Ding ist, ich kann sie ja in der Aufnahme nochmal sehen, also ist okay. Ey, nee, ey. Ich bin so schockiert, weil ich habe die ganze Zeit da oben alles hingezogen und dann habe ich das nicht präzise genug hingezogen. Also dieser Löwe schläft. Willst du vielleicht das hier haben? Oh, und? Oh. Ja, okay. Ich meine, sei mal ehrlich, wärst du ein Löwe, würdest du gerne eingesperrt sein? Also eingesperrt sein feiere ich nicht so sehr. Muss ich wirklich sagen. Ich habe nicht gesagt, dass er es verdient hat. Ich habe nur gesagt, ich mag es nicht, eingesperrt zu sein. Meine Damen und Herren, wir haben hier ein Bonus-Level. Du hast richtig verstanden. Dafür habe ich 30 Sekunden Werbung geschaut, also ich mal ernst. Wieso ist dein Löwe überhaupt? Willst du... Okay, das wird nicht so geil sein. Vielleicht... ich meine, was machen wir denn jetzt? Komm schon, das Level kann nicht nochmal so schwer sein, oder? Der Löwe will auf jeden Fall kein Wasser haben. Das steht fest. Er will Wasser trinken, okay? Das kann er gerne machen. Vielleicht, wenn wir dem Löwen alle die Steaks hier geben. Obwohl, wir haben hier unten die Steaks, also das wird nichts. Oh, das Wasser vielleicht hier drauf gießen, aber das Feuer. Aber wieso hat er jetzt attackiert? Haben Löwen Angst vor Feuer? Kann das sein? Ich bin mir nicht genau sicher, aber interessant auf jeden Fall. Es geht auch weiter. Ich verstehe wirklich nicht, wie. Durch eine Muschel. Tja, ist interessant. Hier haben wir einen Oktopus auf ihr. Oh mein Gott, was? Das ist was Neues. Oh, okay. Ah, jetzt geht er dahin und jetzt... Man kann, ich glaube, so sterben. Ich glaube, es geht wirklich. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich weiß nicht, wie stark Muscheln sind. Ich habe nicht genug Muschelkenntnisse, tut mir leid. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so passieren könnte, theoretisch. Gefahr und sicher. Das heißt, wir drücken einfach, es ist zu gefährlich. Wie wär's, wenn wir die austauschen oder so? Die Sache sieht aber jetzt schon ziemlich gestört aus. Ich glaube, den Affen gefällt es gar nicht, die Experimente, die du machst. Oh, wir tauschen es aus. Jetzt ist er verwirrt. Und jetzt, oh no. Oh, er drückt den falschen Knopf. Und jetzt liegt der Affe das hier. Und er wird wortwörtlich so King Kong. Habt ihr eigentlich den neuen Trailer gesehen? King Kong vs. Godzilla? Diesen Film muss ich auf jeden Fall schauen, okay? Der sieht so episch aus. Ein Bär. Tja, du böser, böser Bär. Was machen wir denn da? Oh, alles klar. Oh, das ist ohne Scheiß. Ich habe einfach irgendwo irgendwas hingezogen und es hat funktioniert und ich glaub's nicht. Ich bin einfach sprachlos, okay? Immer sprachlos, wenn ich dich sehe. Ich denke mir so, wow. Spaß. Ich sehe dich nicht mal. Aber na gut, machen wir noch drei Level. Tod durch Elektroschock. Dürfte nicht allzu schwer sein, denke ich. Können wir irgendwas ziehen vielleicht? Ah, ich habe das Gefühl, er muss da oben fliegen, ne? Oh, das Teil. Wohin können wir das bewegen? Das ist die Frage. Oh, und, ja, das kann passieren, auf jeden Fall. Es ist halt unwahrscheinlich, aber hey, ich habe schon in dem Spiel Unwahrscheinliches gesehen. Ich glaube, du mittlerweile auch. Die Katze isst einen toten Fisch. Willst du vielleicht das, den Fisch haben? Okay. Und sie springt da drauf und dann, oh, ich sehe schon, da wird wieder eine Pflanze, die Menschen tötet, oder? Oder so? Okay. Ja, ich wette, das ist schon mal passiert im echten Leben. Zu einer Wahrscheinlichkeit von 0,00, nee, Spaß. Wir, oh, ich habe irgendwas, ich weiß, was habe ich überhaupt getan? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Okay, es hat aber nicht funktioniert. Oh, wir packen in die Flasche Benzin rein. Oh, ja, okay. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Es wird einfach immer schlimmer. Und da haben wir die nächste Seele. Also ich finde, ich sollte weitermachen bis Level 130, weil das so eine gerade Zahl ist, was ich meine. Aber ich weiß nicht tun. Also für mehr davon, lasst mich oben da, abonniert kostenlos, aktiviert die Glocke und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.